trübes Wasser und schlechte bis gar keine Sicht. Das sind die täglichen Arbeitsbedingungen eines Profitauchers. Ich mache auch sehr oft unter Wasser die Augen zu. Dann kann ich mir das alles viel besser bildlich vorstellen, wo ich was hingelegt habe, wenn wir in Baugruben sind oder sei es auch hier im Hafen. Über Wasser und unter Wasser. Unterwegs mit den Berufstauchern im Hamburger Hafen. Dazu jetzt mehr in einer neuen Folge von Wir machen Hafen. Frühmorgens um 7 treffen wir uns im Rosshafen mit dem Team von Taucher Knut. Der heutige Auftrag, die Unterwassersuche nach Kampfmitteln an einer Kaimauer. Immer wieder gibt es für die Berufstaucher im Hamburger Hafen neue Herausforderungen. Kein Tag ist wie ein anderer und das Thema Sicherheit steht immer an erster Stelle. Immer bewusst, nicht runtergehen, oh, das wird schon alles und was soll ich hier unten überhaupt machen? Im Vorfeld schon mal seinen Tauchgang ein bisschen gedanklich durch den Kopf gehen lassen. Was mache ich als erstes? Was sind die Arbeitsabläufe? Also die Ausrüstung eines Tauchers ist einmal der Taucheranzug, ein sogenannter Trockentauchanzug. Dann kommt die A-Weste, also die Weste sozusagen, wo das Rückengerät drauf ist. Das ist seine Reserveluft. Dann hat der Taucher ein sogenanntes Neck hier oben am Hals rum. Daran wird der Kirby-Morgen-Helm eingehängt. Denn der Helm ist das letzte, der wird geschlossen. Und dann geht der Taucher mit ungefähr 50 Kilo Ausrüstung zu Wasser. Noch ein kurzer Check der Atemluft, dann beginnt der Einsatz an einer Kaimauer. Ohne den permanenten Kontakt zu den Kollegen an Bord geht nichts. Ich habe den Taucher quasi hier am Tauchertelefon und höre, was er unter Wasser macht. Und er arbeitet jetzt unter Wasser die Flächen ab und gibt mir quasi die Anweisung, wie ich seine Sonde einzustellen habe. Man muss sich schon sehr konzentrieren und jetzt hat er was gefunden. Okay, also liegt jetzt auf der Oberfläche was drauf. Okay. Ja, aktiviert mal bitte den Kran. Wir bereiten den Kran vor, jawohl, Kran wird vorbereitet. Jede Menge Schrott kommt ans Tageslicht. Eine alte Leiter, kleine Metallteile oder alte Stahlträger. Aber was passiert, wenn tatsächlich eine Bombe gefunden wird? Wenn wir eine Bombe finden würden, dann rufen wir den Kampfmittelräumdienst Hamburg an. Die kommen dann mit ihrer Crew, mit ihrem Taucher, tauchen auch nochmal, identifizieren das nochmal genauer. Sagen, es ist Abwurfmunition, dann leiten die alle weiteren Schritte in die Wege, sozusagen, ob das vor Ort gesprengt werden muss, entschärft werden kann. Das machen die dann alles und wir sind dann quasi nur noch Zuarbeiter für die und unterstützen die gegebenenfalls. Zum Einsatz des Kampfmittelräumdienstes kommt es heute zum Glück nicht. Ein routinierter Tauchgang geht erfolgreich zu Ende. Wie ist der Tauchgang gelaufen, aus deiner Perspektive? Das lief alles so gut, ja, ganz entspannt, bisschen nass geworden im Anzug und hier habe ich noch ein kleines Mitbringsel da. Nee, sonst ist alles, ja, ganz entspannt gewesen. Mit Sicherheit, für die Sicherheit, dafür sorgen tagtäglich die Berufstaucher im Hamburger Hafen. Wir machen Hafen, Fortsetzung folgt.